Ich habe in der letzten Woche nochmal 5000 Euro in Bitcoin nachgekauft und warum ich das Ganze gemacht habe, das zeige ich euch in diesem Video. Wir schauen uns den Chart mal direkt an und ich sage euch mal so viel die aktuelle Situation. Wir haben ja hier diesen nächsten Dip, sehe ich als sehr gute Kaufchance. Und warum? Wir haben zum einen hier natürlich jetzt gerade so eine klassische Korrektur von aktuell, wenn wir hier mal das letzte All-Time-High hier nehmen, auf dem wir waren. Vor ja so gut 3 Wochen circa sind wir jetzt aktuell hier um die 22, ja knapp bis 23% insgesamt runter. Und das sehe ich so als klassische Korrektur in einem Uptrend, in dem wir auch aktuell sind. Wir sehen es hier, wenn ich das Ganze hier mal so einzeichne, sehen wir auch, wir hatten hier diesen klassischen Uptrend und sind hier, hatten ein Tief hier unten, bei dem wir dann erst hoch sind, hatten dann ein höheres Tief, wie wir sehen, höher als das hier, hatten dann ein höheres Hoch im Vergleich zu dem, hatten dann wieder ein höheres Tief im Vergleich zu dem, und das sehe ich eben aktuell hier als nächstes höheres Tief im Vergleich zu diesen beiden, die wir davor hatten, und erwarte jetzt, dass es hier weiter nach oben geht und sehe das als ganz normale Korrektur im Bullenmarkt. Außerdem bilden wir aktuell hier charttechnisch gerade ein ganz großes Ascending Triangle, würde ich das Ganze mal jetzt hier nennen, wo wir hier sehen, wir haben natürlich hier die All-Time Highs, die hier oben diese obere Linie bilden, an der wir so ein bisschen scheitern, diese Linie, die ist jetzt nicht ganz perfekt waagerecht, aber zumindest ist das hier eine große Resistance-Zone, und hier unten haben wir dann diese Support-Levels, die wir theoretisch bis ganz früh noch im März sehen können, an der wir jetzt immer höhere Tiefs hier bilden und aktuell jetzt hier, wenn wir das Ganze so einzeichnen, noch etwas davon entfernt sind. Ich persönlich achte einfach halt diese Region hier, in der wir uns aktuell befinden, einfach als sehr gute Kaufchance, wo wir nochmal diese untere Supportzone hier antesten, und beurteile deshalb die Situation aktuell jetzt aus charttechnischer Sicht, aus der technischen Analyse, auch einfach als sehr gute Kaufchance. Vielleicht auch noch kurz was zu den Gründen für die aktuelle Korrektur. Man weiß natürlich jetzt nie genau, warum der Preis mal runterfällt, aber ich glaube, das Ganze hat auch jetzt nicht explizit was mit Bitcoin oder Krypto zu tun, sondern wenn wir mal schauen, hier diese Korrektur, die wir hier aktuell haben, sehen wir nicht nur im Kryptomarkt, sondern wenn wir das Ganze uns mal hier jetzt zum Beispiel für den S&P 500 im Aktienmarkt anschauen, sehen wir halt hier auch, dass wir gerade aktuell hier diese Korrektur haben. Wir sehen das Ganze auch im DAX, dass wir hier diese Korrektur haben. Und wenn wir zum Beispiel mal hier in den Nasdaq reinschauen, sehen wir hier aktuell auch eine Korrektur. Ich glaube, das Ganze ist auch einfach gerade ja mit der nächsten Corona-Welle, neue Varianten, neue Mutationen, dass das Ganze wieder Unsicherheit auslöst und das natürlich immer grundsätzlich Angst im Markt erzeugt. Und deswegen wir gerade einfach auf allen Märkten auch sehen, dass wir eine Korrektur haben und das jetzt nicht irgendwie explizit an Krypto liegt. Für mich gibt es aber noch weitere Gründe, die jetzt mal nichts mit dem Chart zu tun haben, sondern einfach allgemein. Und zwar finde ich es auch immer interessant zu schauen, ist das Netzwerk gerade überhitzt? Sind wir gerade in einer totalen Euphorie oder ist das Ganze eher gerade ein bisschen abgekühlt? Und ich sehe das Ganze gerade als eben sehr abgekühlt. Zum einen schauen wir uns hier mal die Transaktionsgebühren an bei Bitcoin. Die finde ich auch immer sehr interessant zu sehen, ob gerade das gerade total ausgelastet ist oder sich wieder entspannt hat. Und wir sehen hier natürlich, wir hatten hier teilweise, das sind jetzt die durchschnittlichen Transaktionsgebühren pro Transaktion in US-Dollar. Und hier schauen wir uns mal an, wir hatten hier am 20. April dieses Jahr 2021 tatsächlich durchschnittlich um die 60 Dollar hat eine Bitcoin-Transaktion gekostet. Und das ist natürlich schon sehr teuer. Da war das Netzwerk einfach enorm überlastet. Ja, wenn wir hier mal in den April schauen, waren wir zwar charttechnisch gar nicht unbedingt jetzt viel höher oder tiefer, als wir jetzt waren, aber es war eine ganz andere Marktstruktur, es war viel mehr Euphorie, das Ganze war enorm ausgelastet, wenn auch diese Transaktionsgebühren so hoch sind, wie man sieht, und dann hatten wir eben diesen großen Abfall. Und wenn wir das Ganze hier in der Vergangenheit mal weiter zum Beispiel anschauen auf All-Time, sehen wir auch, wenn diese Transaktionsgebühren so enorm nach oben ausgespiked sind, dann ist es einfach für mich ein Zeichen dafür, dass wir gerade ein bisschen überhitzt sind im Markt. Und das sehen wir eben aktuell, glücklicherweise, seitdem wir hier diesen Spike nach oben hatten, überhaupt nicht mehr, sondern wir sind immer weiter abgekühlt. Und wir sehen gerade aktuell, jetzt zum heutigen, beziehungsweise gestern, waren wir bei durchschnittlichen Transaktionskosten pro Transaktion bei 1,80 Dollar. Und das geht natürlich absolut klar. Wir sind hier wieder so tief wie schon seit langem nicht mehr. Im Prinzip sind wir so tief wie seit vor dem gesamten Bullrun nicht mehr. Seit irgendwann hier im April oder so 2020, beziehungsweise hier Juli. Also wirklich schon lange nicht mehr, dass wir so tief waren. Selbst hier waren wir überall noch bei 2 Dollar. Hier fing es dann ja an, immer teurer zu werden. 10 Dollar, 20 Dollar. Das ist, finde ich, einfach ein sehr positives Zeichen. Das nächste, was wir uns noch anschauen können, ist einfach auch, finde ich, auch immer interessant, bei Google Trends zu schauen, wie oft wird nach Bitcoin oder Krypto allgemein einfach gesucht, um auch zu sehen, sind jetzt eher mehr Anfänger da, weil klar, die Erfahrenen, die gehen jetzt nicht auf Google und suchen nach Bitcoin oder so, aber die, die sich neu dafür interessieren und investieren vielleicht möchten, neu einsteigen möchten, die suchen vielleicht einfach mal auf Google nach Bitcoin. Und hier kann man einfach so ein bisschen gut sehen, sind wir gerade auch wieder überhitzt, ist das Ganze stark im Trend.
woran man dann auch eben erkennen kann, ob das Ganze vielleicht gerade ein bisschen zu überbewertet ist. Aber das, finde ich, sehen wir eben aktuell auch nicht. Wir sind jetzt hier im Vergleich. Wir haben tatsächlich bisher immer noch nicht das Hoch von 2017 geknackt. Das Ganze wird hier immer in Prozent angegeben. Also die 100% sind hier einfach der höchste Wert. Und das ist jetzt in dem Fall im Dezember 2017 gewesen. Und wir sehen hier, selbst hier, als der Hype am größten war jetzt dieses Jahr, waren wir nur bei 76% von dem damaligen Hoch. Und das Ganze war hier irgendwann im Mai rum. Da waren wir bei 76%. Wir sehen jetzt, aktuell sind wir im Vergleich zu diesem All-Time-High hier nur noch bei 28%. Also eigentlich gar nicht so stark jetzt Euphorie. Der Preis ist zwar theoretisch sehr hoch, wir sind noch ziemlich nah am All-Time-High und auch nicht groß tiefer, als wir irgendwie hier waren oder so. Aber es ist einfach eine ganz andere Stimmung. Wir sehen damit auch, der Preis hält sich stabil hier bei diesen Niveaus, ohne dass immer dieser Hype existieren muss. Auch wenn kein Hype existiert, wir haben viele Hordler bei Bitcoin, der Preis, viele verkaufen einfach nicht und die Nachfrage bleibt relativ konstant. Der Preis bleibt weit oben, ohne dass wir diesen Hype jetzt aktuell haben. Und deswegen denke ich hier, wenn natürlich dieser Hype nochmal dazukommen sollte, dann ist natürlich klar, wenn wir hier schon stabil bleiben, dass wir dann nochmal deutlich weiter nach oben schießen können. Gleichzeitig können wir uns hier auch mal anschauen und statt Bitcoin einfach mal zum Beispiel nach Buy Bitcoin suchen. Das ist vielleicht nochmal etwas expliziter. Leute, die auch direkt kaufen wollen, da sieht das Bild sogar, finde ich, noch extremer aus. Da sind wir gerade mal hier bei 12% im Vergleich zu diesem High, wo wir damals in 2017 waren. Und da waren wir, gut, hier zwar auch nicht so hoch, aber immerhin bei 45. Jetzt circa hier im Januar, Februar waren wir auch nochmal relativ hoch. Das war hier so die Zeit, wo der Hype losging. Und deswegen, finde ich, sind wir eigentlich absolut entspannt hier. Es ist relativ abgekühlt. Es ist nicht irgendwie, ja, enorm starker Hype, dass man denkt, das Ganze geht irgendwie viel zu weit. Generell hat man jetzt nicht das Gefühl, dass wir in einer enormen Euphorie sind, ein enormer Hype gerade da ist und der Markt komplett überbewertet ist. Und deswegen sehe ich einfach hier die aktuelle Korrektur als sehr gute Kaufchance. Das nächste, was wir uns anschauen können, ist hier der Fear and Greed Index. Den finde ich auch immer ganz gut, um so zu schauen. Aktuell haben wir eher Gier im Markt oder Angst. Das sind verschiedene Zahlen, die hier mit berücksichtigt werden. Unter anderem, was für Tweets hat man, wie ist der Preis verlaufen allgemein. Das wird hier unten immer ganz gut angegeben, was hier drin verwendet wird. Wir sehen hier zum Beispiel, die Volatilität wird hier zu 25% berücksichtigt. Das Volumen auch, dann Social Media Analyse. Ja, in dem Fall jetzt Surveys, also Umfragen ist jetzt gerade nicht dabei, dann die Dominanz, wie stark und auch Trends und dann wird hier einfach ein Wert ergeben, der so ein bisschen zeigen soll, haben wir gerade eher Gier im Markt, also wenn es natürlich stark ansteigt, dann haben wir eher Angst und da sind wir aktuell bei 33, also eher noch im Bereich der Angst, wir waren sogar hier vor ein paar Tagen noch bei 21. Und wenn wir uns jetzt eben hier mal zum Beispiel das letzte Jahr anschauen, sind immer diese Regionen, wo wir uns hier unten befinden, immer im Prinzip die besten Kaufchancen gewesen. Ja, wir sehen hier immer, wenn die Korrekturen waren theoretisch hier von ja, Mai bis Juli und das war hier im Endeffekt genau der Bereich von Mai bis Juli, wo wir hier unten diese Korrektur hatten, also die perfekte Kaufoption. Dann hier oben sehen wir dann nochmal als nächstes hier im Bereich ja, September, Ende September, Anfang Oktober, da waren wir hier auch mal wieder relativ niedrig mit dem Fear and Greed Index und das war im Endeffekt hier genau Ende September, Anfang Oktober genau diese Korrektur, die wir hatten. Und jetzt hier die Korrektur, die wir hier oben jetzt eben wieder haben, ist eben mal wieder ein Bereich, wo der Fear and Greed Index mal wieder relativ weit unten geht und das ist eben auch so eine ganz gute Zahl, die man sich anschauen kann, ob jetzt gerade irgendwie zu starke Euphorie ist oder ob vielleicht gerade eher ein bisschen mehr Angst im Markt ist und das ist natürlich meistens eine gute Kaufoption. Dann vielleicht noch die Frage, warum habe ich jetzt Bitcoin gekauft und nicht irgendwelche Altcoins? Das hat jetzt verschiedene Gründe. Zum einen, ich habe schon ein relativ großes Altcoin-Portfolio und ich habe auch schon relativ früh in viele Altcoins investiert und jetzt aktuell versuche ich eher so ein bisschen mein Portfolio, die Bitcoin-Dominanz mal wieder ein bisschen aufzubauen und sehe jetzt auch einfach diese Risk-Reward-Ratio bei Bitcoin einfach am besten. Also das Risiko bei Bitcoin jetzt nochmal stark nach unten zu fallen hier, sehe ich einfach geringer an als das Potenzial, was wir langfristig noch nach oben haben. Bei anderen Altcoins finde ich das aktuell ein bisschen schwieriger zu bewerten, jetzt gerade bei denen, wo ich eh schon viel investiert habe, jetzt nochmal hinzugehen und bei diesen hohen Preisen zu kaufen und jetzt da sehe ich einfach dieses Risk-Reward-Ratio etwas schlechter. Also dass da vor allem jetzt die richtigen auszusuchen in der aktuellen Situation, sehe ich einfach schwierig an. Klar, ich kaufe auch immer mal wieder ab und zu Altcoins, aber jetzt aktuell war diese Situation mit Bitcoin einfach für mich ein safer Buy für Bitcoin. Vor allem auch das, was ich jetzt noch kaufe, ist für mich nicht das Geld, mit dem ich jetzt noch groß rumspekulieren will und jetzt schauen will die nächsten Monate, oh, wann verkaufe ich wieder, kaufe ich nochmal nach, was auch immer. Die Bitcoins, die ich jetzt gekauft habe, sind für mich absolut langfristig für die nächsten Jahre, die ich einfach nur halten möchte und wo ich einfach die aktuelle Situation, wo wir jetzt nochmal runtergefallen sind, als gute Kaufoption sehe und jetzt nicht groß damit rumspekulieren will, sondern das sind für mich einfach langfristige Coins und das ist für mich aktuell am einfachsten jetzt das Ganze zu bewerten für Bitcoin. Und wenn man sich jetzt überlegen will, wann möchte man das vielleicht in dem nächsten halben Jahr wieder verkaufen, falls es stark ansteigt oder so, dann kommt ja auch das Ganze mit der Steuerthematik oder so. Für mich war jetzt einfach bei dem Kauf hier klar, die Bitcoins, die ich jetzt gekauft habe, die möchte ich langfristig für die nächsten Jahre halten. Alles klar, das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die Rabatte dieses Jahr, Black Friday und Cyber Monday sind nicht nur bei Produkten, sondern auch am Kryptomarkt, die man gut nutzen kann. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.